Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen hier zu Rainichs Zeitgedanken am Samstag, dem 26. November. Noch einige Tage hat dieser Monat, dann ist er vorüber. Heute Samstag, die meisten haben frei, gehen vielleicht in die Natur hinaus oder sie hören doch, wie wir jetzt uns hier noch einmal aufschalten. Auf Losung und Lehrtext wollen von den Worten der Bibel auch Kraft und Stärke für den Tag bekommen. Und das finde ich schön, dass Sie mit eingeschaltet haben, dass Sie mit dabei sind. Das Eingangsbild, ich blende es nochmal ein, ein Bild voller Stimmung. Ein Mensch auf der Bank, ein älterer Mensch, gestützt auf einen Stock, der deutlich macht, er hat viele Jahre durch dieses Leben wandern können. Und nun sitzt er in der prallen Farbe des Grüns am Wasser und er scheint zu meditieren über das Leben. Was ist das Leben? Wie lange wird es mir wohl noch zugegen sein? Was erwartet mich danach? Jeder ältere Mensch kommt auf solche Gedanken und überlegt sich dann, was liegt noch vor mir, was lag oder liegt hinter mir? Was habe ich noch zu durchwandern? Welche Dinge habe ich noch zu bestehen? Wenn wir in die Stille kommen, dann denken wir über so etwas nach. Auch unsere beiden Texte haben heute mit diesem Thema zu tun, mit dem Leben, nämlich was ist es? Und manch einer hat auch schon in jungen Jahren gemerkt oder gespürt, dass das Leben zu Ende sein könnte. Und dann hat er sich vielleicht auch diese Frage schon viel, viel eher gestellt, hat vielleicht auch in einem solchen Ambiente in der Natur draußen sitzen dürfen, und hat meditiert und hat gefragt, ja, warum bin ich hier, wie lange noch und wozu bin ich hier und wohin geht die Reise eigentlich? Schauen wir doch mal in die Texte rein, sie haben heute wieder tolle Inhalte. Da heißt es im Alten Testament, ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen, aus dem Psalm 116. Und wenn wir diesen durchlesen, diesen Psalm, dann entdecken wir, dass dieser Beter tatsächlich Todesängste durchlebt hatte, dass er dachte, es geht zu Ende, es ist vorbei. Er hat also was auch immer, welche Gefahr er überstanden hat, ganz dicht am Tode gestanden und hat gespürt, so schnell kann das Leben auf einmal vorbei sein. Eine Tatsache, die wir verdrängen, die wir heute gar nicht mehr so vor Augen gestellt haben, sondern wir meinen immer, ja, wenn ich dann 70, 80 bin, dann denke ich mal darüber nach. Und wenn man dann dieses Alter hat, sagt man, ja, es gibt ja viele, die sind 100 geworden oder auch älter. Und man drängt immer noch darauf, dass man ja noch Lust am Leben hat und dass man noch weiterleben möchte. Hier aber das Eingangsbild nochmal in Erinnerung zu rufen. Der Mann, der nachdenkt und wenn wir auch nachdenken, es kann von einem Moment zum anderen vorbei sein. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir das Hier und das Jetzt und jeden Augenblick und jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde von Gott erstmal erkennen und diese auch sinnvoll füllen. Das ist das Wichtige, dass wir dann auch erkennen, ja, diese Stunde oder dieser Moment kommt nie wieder. Er ist uns gegeben, es ist fast wie ein Wunder. Wir können es leben und dann vielleicht auch zu überlegen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Muss ich mich vollkommen aus der Ruhe bringen lassen? Muss ich in die Angst hinein? Nein, auf keinen Fall, sondern ich kann souverän eigentlich da in dieser Situation denken und nachsinnen. Und warum das so souverän sein kann, das verrät uns nämlich Lukas. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Und das ist in einem Kontext, wo er gefragt wird, wie ist das, wenn man hier mehrere Partner hatte, wie ist das, wenn man dann in das neue Leben kommt, wem gehört dann diese Frau, wird da gefragt von den Pharisäern. Und da antwortet Jesus einmal in dem Kontext, dass dann in diesem neuen Leben wir alle sind wie Engel, wir werden nicht mehr heiraten oder uns heiraten lassen. Aber dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. In diesem Text sagt er, bereits Mose hat schon gewusst, dass die Menschen auferstehen werden.
Und zwar, als dieser Gott sich am Feuer vorgestellt hat, in dem brennenden Dornbusch, da hat er gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und eigentlich waren die Urväter tot. Und wenn er sich so vorstellt, Gott, ich bin Gott von Abraham, Isaaks und Jakobs, so sagt Jesus in dieser Antwort, ist das ein ganz großes Zeichen dafür, eine Vorstellung, dass selbst schon im Alten Testament Gott sich vorgestellt hat als ein Gott, nämlich der Lebenden. Und diese Väter des Glaubens waren nicht mehr am Leben. Und daran hat Mose erkennen können, dass man nämlich nach diesem Leben hier auf dieser Welt auch weiterleben wird, nämlich bei Gott. Wie? Das hat er damals auch nicht verraten. Das wissen wir heute auch nur andeutungsweise. Und hier bekommen wir wieder einen Hinweis, dass wir eben nicht mehr heiraten werden oder uns heiraten lassen können, sondern dass wir wie Engel sind, also in einer Art großen Lichtumgebung und wahrscheinlich dann an allen Orten mit sein können. Es wird sicherlich wunderbar sein. Wir brauchen uns da keine Gedanken machen. Dieses Leben ist nochmal wesentlich größer, offener, freier, liebevoller als das jetzige. Und da sehen wir doch, dass wir in diesem Leben jetzt, wenn wir auf eine solche Bank uns niedersetzen und über unser Leben philosophieren, daran denken dürfen, ja, wir haben eine große Zeit gehabt in unserem Leben, wir sind ein großes Stück des Weges schon gelaufen, wir wissen nicht, wie lange wir noch unterwegs sein werden, aber wir wissen, wir sind eigentlich immer vom Leben umgeben. Das große Grün und der Fluss oder der Teich, an dem dieser alte Herr auf dieser Bank sitzt, der zeigt ihm, dass das Leben noch pulsiert hier und auch wenn er mal die Augen schließen wird, wird das Leben weitergehen. Gott sorgt dafür, dass hier auf dieser Welt das Leben pulsiert, in den Farben, in den Fröhlichkeiten, natürlich auch hier und dort mal in der Dunkelheit, aber er führt, so wie das Alte Testament, der Psalm 116 sagt, ja eigentlich immer wieder ins Leben. Er reißt uns immer wieder ins Leben und das ist doch das Wundervolle, dass wir, egal ob wir dann hier weiterlaufen oder in einer anderen Welt, wo wir dann wie Engel erscheinen, wir werden nicht vergehen, wir werden nicht der Vergänglichkeit unterlegen sein, sondern wir sind Kinder des Lichtes, Kinder des Lebens. Gott führt uns immer wieder in dieses pulsierende Leben zurück. Wenn wir das wissen, auch heute an diesem Samstag, dann brauchen wir uns doch überhaupt nicht mehr zu fürchten. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel nachsinnen und uns die Frage stellen, ja, was passiert dann, wenn ich hier nicht mehr bin und was passiert vielleicht mit meinen Lieben? Gott sorgt für alle Menschen, die ihn anrufen. Er ist für sie da und er wird sie immer wieder ins Leben zurückholen. So wie den Todkranken oder Todbedrohten aus dem Psalm 116, der plötzlich wieder im Leben wandeln konnte und zwar auf dieser Welt, der sich freut und ganz groß Gott lobt in diesem Moment, aber auch bei dem Thema der Zukunft werden wir in ein neues Leben hineintreten und insofern können wir jetzt und hier diese Zeit ganz mit Leben füllen. Wir brauchen uns nicht sorgen, wir brauchen uns nicht ängstigen, wir brauchen uns auch nichts vormachen zu lassen von irgendwelchen Mächtigen oder Gesetzmäßigkeiten. Wir sind in Gottes Hand geborgen. Ich habe den Eindruck, dass wir, und mir geht es ja manchmal auch so, dass viel zu wenig jeden Tag uns bewusst machen. Und wie schnell kommen wir dann doch mal in die Angst oder in die Sorgen und sagen uns, meine Güte, was soll werden, wenn die uns das Geld wegnehmen? Was soll werden, wenn der Krieg sich ausweitet über ganz Europa? Was soll werden, wenn? Und die Katastrophen könnten wir aufzählen, die hätten kein Ende. Wir brauchen uns nicht sorgen. Wir können leben, wir können ganz für das Jetzt da sein. Wir können uns einsetzen für diesen Gott, der uns das zugesagt hat. Und sich für ihn einsetzen heißt ja, dann auch für die anderen da zu sein, Liebe zu zeigen, die Wahrheit nicht zu scheuen und nicht mitzumachen in dieser Lügenwelt, auch wenn man weiß, wie viele Menschen sind heute unterwegs und sagen, Hauptsache Ohren zu, Augen zu und Kopf runter und unten durch, es wird schon irgendwo gut für uns kommen. Nein, wir können voll aktiv mitgestalten und es ist jetzt, glaube ich, die Zeit, nicht mehr den Mund zu halten, sich anzupassen, sondern es ist die Zeit, in der man auch mal offen und ehrlich sagen kann,
dass das nicht in Ordnung ist, was gelaufen ist. Es kommen Meldungen über den Mainstream von unglaublichen Nebenwirkungen der Impfung. Es kommen Meldungen von unglaublichen Sachen, die auftreten nach dieser Impfung. Warum sollte man jetzt nicht mal endlich den Mut bekommen und sagen, wenn ich selbst betroffen bin, was hat man mit mir getan? Diese Frage zu stellen und sie laut werden zu lassen und zu sagen, was habt ihr hier eigentlich vor? Und die anderen, die sie nicht genommen haben, dass sie laut werden und sagen, ja, diese Menschen brauchen unsere Solidarität, sie sind aus welchen Gründen auch immer in eine ganz schwierige Situation gekommen. Und auch wir können dazu beitragen, ihnen zu helfen. Und zwar nicht mit Vorwürfen, sondern mit Liebe und der Möglichkeit, dass wir das versuchen zu retten, was in unseren Händen steht. Wir wissen, die größere Rettung, die liegt in den Händen Gottes allein. Aber die gibt es auch und von der dürfen wir erzählen, so wie in diesen beiden Texten. Wir dürfen Hoffnung machen, wir dürfen auf den Psalm 116 verweisen, dass Menschen schon sehr, sehr nah am Tod gewesen sind und eigentlich schon überhaupt keine Hoffnung mehr hatten. Und so geht es ja heute vielen. Und dass die trotzdem von Gott wieder herausgefunden haben, herausgezogen worden sind in das Leben zurück. Gebt eure Hoffnung niemals auf. Wendet euch an Gott. Er kann euch auch aus dieser Situation retten. Und dann das andere, dass wir letztlich wissen, wenn wir in unserem Augenblick unterwegs sind, ja, es geht immer wieder ins Leben zurück. Und wir werden in diesem Leben noch lange, noch sehr, sehr lange Freude haben. In welchem ist eigentlich egal. Wir sind aber immer im Licht unterwegs. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns ein fröhliches, ein faszinierendes Wochenende. Wenn ich hier zu meinem Fenster hinausschaue, da sehe ich zum Glück noch ein wenig blauen Himmel heute. Ich weiß nicht, wie lange, bis er wieder abgetrübt wird. Hoffen wir mal das Beste. Genießen wir die Sonne und versuchen, diese klare Novemberluft noch ein wenig für uns in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie hier und dort durchsetzt ist. Wir wissen, dass sie ist nicht ganz klar. Aber wir brauchen das und ich kann nur jedem Mut machen, auch einmal in den Wald zu gehen. Denn im Wald, da funktioniert noch der Filter, da wird der Sauerstoff fabriziert, produziert, den wir brauchen. Da werden wir aufgestellt und vielleicht umarmen Sie auch mal heute einen Baum und spüren die unglaubliche Lebenskraft, die in dieser Schöpfung vorhanden ist, die Gott uns in allen möglichen Formen zukommen lässt. Und vielleicht haben Sie auch den Mut, zu einem Menschen zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen, dass die Hoffnung so groß ist, dass wir uns nicht ängstigen müssen. In diesem Sinne, bleiben Sie oder werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, dann schauen Sie beim nächsten Stream wieder mit hinein. Und was ganz wichtig ist, reden Sie in dieser Zeit nicht nur über alle möglichen Schreckensszenarien, sondern wenn es Ihnen möglich ist, kommen Sie in Ihren Gesprächen wieder auf den Glauben zu sprechen. Machen Sie deutlich und wenn Sie den Mut nicht selbst haben, dann verweisen Sie auf den Stream oder auf andere Angebote, wo über den Glauben diskutiert wird, wo man nachdenken kann, wo man seine Fragen anbringen kann und wo man Antworten bekommt. Es ist nichts wichtiger als in unserer heutigen Zeit diese Quelle des Lebens wieder zu entdecken und für das eigene Leben zu beanspruchen. Ihnen nun ein schönes Wochenende. Genießen Sie diese Zeit. Es grüßt Sie ganz, ganz lieb, Ihr Reini aus den Zeitgedanken hier aus Appenzell-Innerrhoden. Und ich habe gerade schon wieder gesehen im Chat, da fliegen schon wieder die Herzen ein wenig entgegen. Ich finde es schön, wenn wir uns so gut verstehen, wenn wir miteinander verbunden sind, wenn wir uns gegenseitig zeigen, ja, das ist das, was uns wirklich kräftigt, nämlich zusammen unter dieser Botschaft zu hören, Mut zu bekommen, um aufzustehen und das Leben wirklich zu leben. In diesem Sinne, auf Wiederluege!